Satz heiße Ohren noch gekriegt. Also die hat nicht angerufen, die Linke, aber das habe ich gar nicht lesen können. Ich wollte eigentlich das da lesen, stattdessen habe ich jetzt mal hier Multivitaminsaft. Aber ein Satz heiße Ohren, wenn man zu lang telefoniert. Ich telefoniere privat eigentlich gar nicht so gern, nur manchmal gehe ich ja nur mal ran. Es gibt ja bei mir verschiedene Informationswege, jetzt sind wir beim richtigen Thema, wer spricht mit wem wie, ne? Oder nicht. Ich bin wirklich ein Kommunikationsprofi, selbsternannt. Also wenn man jetzt praktisch noch was Gescheites machen will, dann läuft da oben was mit aus dem medizinischen Bereich, das ist hochinteressant. Da war vorher ein Arzt für Psychosomatik dran und der hat dann auch am Schluss noch gesagt, es sei wesentlich preisgünstiger, wenn da jemand auf Krankenkasse bevor Folgeerkrankungen wie Operationen oder ähnliches, sowas hat er gesagt, das finde ich auch so. Ne? Also Prävention, Vorbeugung. Ich habe ja über alles schon gesprochen, ich will mich nicht wiederholen, sondern heute die richtigen Informationswege. Wer spricht mit wem und wo gibt es welche Missverständnisse? Paartherapie ist es nicht, weil das gilt jetzt mal grundsätzlich, was Opi sagt, ich mache jetzt mal zu, dann spricht es sich besser, kann ich es besser halten. Nicht, dass sie denken, jetzt wird's dunkel, wenn der von Kommunikation, Informationen und Informationswege im digitalen Zeitalter. Jetzt kommt der Vortrag. Bis es da hinten interessanter wird, das ist ja schon mal das Thema Nummer eins, die Ablenkung. Wenn Sie ablenken, abgelenkt werden würden, dann können Sie gar nicht reden. Wer sein Nachtgebet spricht, das sind ja übrigens viele, mehr als man denkt, wer abends im Bett liegend sein Nachtgebet spricht und dann klingelt plötzlich das Telefon, das ist schädlich. Das passt nicht. Ne? Und dann ist bestimmt der Teufel dran. Ne? Also die Schwiegermutter mehr oder weniger. Wobei die gar nicht der Teufel ist, das ist ja ein anderer. Aber wenn hier plötzlich dieses Gerät nachts an ist, das ist falsch. Ne? Also das halte ich für falsch, weil der Rhythmus, den man erst einmal erlernen muss, bevor man kommunizieren will, ist der Tag-Nacht-Rhythmus. Wird vorgegeben von der Evolution, vom Tier natürlich. Und wer das nicht kann, wer nicht nachts schlafen kann, hat die erste und schlimmste Störung. Das ist nicht der Beruf oder der Partner oder die Freizeit und der Nachbar oder sonst wer, sondern das sind meine Gedanken, die mich nachts vielleicht stärker plagen als tagsüber. Weil tagsüber gibt es Ablenkungen aller Art, nämlich dieses Gerät. Du kannst hier mit dem Finger auf Tastaturen da drüben rumdrücken und dann kommt ein Ton raus. Oder du hörst dir was an und da wird irgendwie was operiert am Arm und dann hat er die richtige Schutzausrüstung. Das kann man stundenlang anhören und ist trotzdem nicht schlauer, weil es nicht ankommt. Ne? Zwischen 150 und 200 Euro eine Behandlung. Ne? Und das muss man dann wahrscheinlich bar bezahlen. Also macht es der Opa, also ich nicht, weil ich das Geld gar nicht habe. Das ist eine ideologische Antwort, hat mit Kommunikation nicht so viel zu tun. Und die Kommunikation, da müssen wir ganz früh ansetzen. Ich will nur 5 Minuten. Beim Kind beginnt die Kommunikation schon dann, wenn das Kind noch im Bauch drin ist. Ne? Man kann mit dem Ohr, jetzt mal vertraulich gesprochen, nicht so laut. Mit dem Ohr war ich schon an viele Bäuche dran. An viele schwangere Bäuche hat der Opa mit dem Ohr gehört, ob da ein Kind drin ist. Ne? Und eine Schwangere kommt in die Bäckerei. Eine Hochschwangere kommt in die Bäckerei und sagt zur Fachverkäuferin, ich krieg 3 Brötchen. Ne? Und die Fachverkäuferin sagt, Sachen gibt's. Also das war ein Missverständnis. Da waren also keine Brötchen drin, sondern ein Mensch. Und dann freuen sich alle, was der da drin, der sieht natürlich nichts, weil da ist was dazwischen, aber er hört gut. Das Kind hört alles und er könnte. Ich habe einen musikalischen Hinterkopf, das geht senkrecht runter. Aber ich habe natürlich die Musikalität entweder geerbt, genetisch oder schon gehört im Bauch oder beides. Ich habe Glück gehabt, beide Elternteile sind musikalisch und demnächst mehr, ich muss mal ein bisschen gucken. Das ist auch Information, was ist wichtig, Prioritätensetzung, jetzt schönen Abend noch und tschüss.